Leute, und damit geht's weiter endlich mit dem Werkstattmechaniker, Automechaniker, Car-Mechanik, wie auch immer ihr es nennen wollt, Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute weiter, nach einer kleinen Pause, weil es einfach zeitlich nicht drin war mit der Aufnahme. Ja, aber da haben wir noch ein Privatleben, da geht das mit der Aufnahme nicht immer. Es war teilweise anders geplant, dass ich andere Tage was aufnehmen wollte, aber dann war man halt so lange unterwegs oder was auch immer. Am Montag wollte ich eigentlich aufnehmen, genau. Dann war das mit Arbeit, Feierabend 14 Uhr, einkaufen, gekocht, etc. Da kommt das halt manchmal ein bisschen durcheinander, dass man sagt, okay, ich nehme heute doch nicht mehr auf, heute schaffe ich es einfach nicht mehr. Ja, gestern genau das gleiche Spielchen und heute setze ich mich dann zumindest ein bisschen kurzfristig ran und nehme auf mit dem Automechaniker Simulator. Ja, schön, dass ihr dabei seid wieder, auf jeden Fall. Wir bocken kurz das erste Auto auf heute. Zwei werden es wahrscheinlich werden. Ich werde nicht mal nochmal so lange Folge machen, um einfach ein bisschen Erfolg groß zu ballern. So, was haben wir denn überhaupt an Aufgaben für dieses Fahrzeug hier? Rimmstabinbelüftung, das ABS Hydroaggregat. Das ist eigentlich relativ easy zu schaffen. Denke ich mir mal. Machen wir erstmal das ABS Hydroaggregat aus dem Auto aus. Das ist hier. Ja, Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Scheinbar muss das Ding erstmal als erstes raus. Halte ich erstmal gerade. Nehmen wir genau, nehmen wir das als erstes runter. Bevor wir das Hydroaggregat ausbauen können. Genau. So, nehmen wir erstmal das raus. Dann geht's eins höher mit dem Auto. Da sagt er ja, die Bremsen sind schuld. Die Frage ist, alle. Oder nur das eine. Nehmen wir erstmal die Felgen runter. Ja, schön, dass ihr gesagt wieder am Start seid. Bremsstabil belüftet. Ah, das ist nur die eine. Gut. Scheinbar. Das geht dann relativ zeitnah. Zügig. Aber die Bremse raus. So, gucken wir uns mal die kurz schön die andere an. Ob die genauso beschissen aussieht. Die geht, glaube ich, noch, oder? Also ja, sagt ja nur eine, ne? Das heißt, also es müsste ja die vorne sein. Ja, die geht noch. Gut, okay. Dann nehmen wir die wieder rein. So. Montage verteilen. Dann nehmen wir die... Gucken wir uns das einfach wieder ein. Jetzt machen wir das Rad wieder ran. So. Hinten sieht auf beiden Seiten. Ja, passt perfekt auf jeden Fall. Gut, gehen wir rein. Fangen wir an. Wir sollen eine, das ABS Hydroaggregat nehmen. Und. Oh, das kostet viel Geld. Dann nehmen wir das einfach mit. So, jetzt brauchen wir die Bremse, ne? Was hat er gesagt? Bremse inbelüftet. Ne, Bremsscheibe inbelüftet ist das. Warte mal. Zu suchen hier. Bremsscheibe. Innen belüftet. Da ist er. Rein damit. So. Gut, dann gehen wir damit wieder ran. Montage verteilen. Die Bremsscheibe innen belüftet. Ich guck mal nach. So, passt. Rein damit. Und dann setzen wir die Bremsbeläge schon wieder ran. Und die Bremse. Bremssatteltyp A. Ran damit. Jo. So. Bremse ran. Und dann haben wir das Hydroaggregat. Und ja, bevor jetzt die Leute fragen, ja, ich habe tatsächlich mir nämlich ein Headset gekauft. Das heißt, es sollte von der Tonaufnahme jetzt deutlich besser sein als die letzten Folgen. Da habe ich ja das Mikro noch gehabt. Jetzt habe ich das Dings dran. Das Headset dran. Und passt auf jeden Fall. Genau, hier muss ich ran. Hydroaggregat. Hydroaggregat. Rein damit. Ja, Moment. So, haben wir ein Steuergerät dran. Und dann dürfte das Auto schon auf die Straße. So,
Häufchen zu. Haut wieder runter. Und fertig. Eigentlich, oder? Müsste jetzt eigentlich fertig sein. Jo, passt. Auftrag beendet. So. Zweite Fahrzeug geht jetzt auf die Bühne. So. Gut. Nee, warte mal. Telefon. Haben wir noch irgendwas Interessantes jetzt gerade? Das, die bleibt ja jetzt erstmal hier, ne? Das heißt, wir nehmen uns den Jeep an Bord. Bevor der jetzt irgendwie sich uns verliert. Kein Moment. Jo. Ah, da gibt es auch, der auch Bremsen schlecht. Aber wir kümmern uns erstmal um dieses Fahrzeug hier. Was hast du zu bemängeln? Nein. Info, was haben wir denn hier? Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter. Ah, alles klar. Einmal Filter austauschen. Das heißt, wir brauchen nur einen Motor. Kurz mal ins Inventar gucken, weil ich brauche Teile. Was Teile verticken hier wieder? Nein. Jo. So, kann ich die Dinger nicht eigentlich... Ja, theoretisch, ja, ich behalte die, falls ich irgendwie mal wirklich ein Auto habe. Warte mal. Also, okay, mal für den Motor. So, was hat er gesagt, Brauer? Fahrzeuginfo, Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter. So. Dann nehmen wir jetzt mal den Ölfilter runter. Warte. Jetzt haben wir hier, ist der unten, ist der Kraftstofffilter. Raus. Luftfilter ist easy zu treffen. Warte mal, die raus. Luftfilter, R4B. So. Gut, dann bocken wir die Karre eben kurz auf. Und bauen den Ölfilter aus. Motor. Hier. Gut. Was habe ich gesagt? Brauche ich? Kraftstofffilter, Luftfilter, Deckel. Ne, Luftfilter R4B und Ölfilter R4A. R4A. Oh, kann ich nicht finden, okay. Dann muss ich anders suchen. Luftfilter. R4B. Gekauft. Ölfilter, Luftfilter. Genau. Öl. Ne, Ölfilter ist es nicht. Öl. Filter. R4A. So, was habe ich noch gesagt, was wir brauchen? Kraftstofffilter, was, ne? Kraftstofffilter. Perfekt. So, bauen wir die ganze Chance wieder ein und sind dann schon wieder fertig mit dem Auto. So, Aufhängung brauche ich nicht einbauen. Ich will den Motor eigentlich. Ach, ich muss über die Aufhängung rein. Okay. Montage. Ölfilter. So mal. So. Kann der Wagen wieder runter? Guck mal auf die Zeiten. So, Motor. Hup. Fahren wir ab mit. Dings, Luftfilter, R4B. So, Kraftstofflüftfilter, Deckel rauf. So, und jetzt muss ich gerade gucken, wo ich da ran muss. Da. Die Seite wollte ich ran. Den Kraftstofffilter rein. So, Klappe zu, Affe tot, Auto fertig. Fahrzeuginfo. Ne, Auftrag. Quatsch.
Info. Jo, passt. Auto fertig. So, dann gehst du auf die erste Hebel. Wenn der jetzt relativ schnell ist, kann ich sogar doch drei Autos auf die Reihe kriegen. Eigentlich wollte ich nur zwei machen, aber ich mache mal. Dann kann ich ja versuchen, auf die drei zu machen. So, Fahrzeug erstmal bewegen. Auf die erste Hebebühne. So, gucken wir mal, was wir noch für Aufträge haben. Was jetzt relativ schnell geht. Der nächste Jeep steht hier. Da nehmen wir den rein. Wir verlieren zwar jetzt den einen oder anderen Auftrag, aber gucken wir mal. So, was? Du hast doch was mit der Bremse, ne? Oder was war das jetzt? Ich bock den erstmal auf. Prinzip auf. So, Info, was haben wir denn hier? Rettungszylinder und die Bremstrommel. Ein Rettungszylinder müsste ich doch im Inventar haben sogar, oder? Ja. Super. Haben wir den noch drin? Wenn das der richtige ist überhaupt. Guck mal, die Kiste schnell. Was wir drin haben. Okay. Scheunenkarte wieder. So, Bremstrommel ist meistens hinten. Würde ich sagen. Nehmen wir erstmal die Radrunde. Die Räder runter. Machen wir so. Machen wir heute doch drei Autos. Geht ja fix. So, Bremstrommel. Gut. Habe ich schon alles gefunden? Habe ich die eine gefunden? Warte mal. Nee. Schau mal hinten dann die. Ich mache jetzt mal die Räder so mit runter, bevor ich hier irgendwas weiter mache. Ja, hier ist sie. Gut. Radbremszylinder. Die kann nur vorne sein. So, kurz gucken. Wo? Radbremszylinder. Ach, in dem Moment. Ich weiß, wo Radbremszylinder ist. Der ist nämlich hinten. Zylinder, der sieht aber eigentlich noch gut aus. Dann ist das nämlich der falsche. Auch falsch? Okay. Da vorne? Okay. Weiter. Ja, gut. Hätte ich Bremstrommel vorne? Das kann das sein. Ich guck mal jetzt gerade drauf. Vielleicht kann das auch sein, dass ich mich gerade vertue mit dem Fahrzeug. Ja, der hat auch eine Bremstrommel vorne. Dann ist das. Ja, hier oben ist es doch. Dann muss ich erstmal die Dinge ausbauen, oder? Warte mal, der ist kaputt. Jetzt baue ich hier kurz den Radbremszylinder aus. Jetzt mal runter. Sagte, gebe ich gar nichts. Warte mal. Ich muss hier mal das Backen erstmal rausnehmen. So. Guck mal gerade, ich baue sie mal kurz komplett aus. Weil die sehen alle gefühlt noch gut aus. Alle sehen sie gefühlt noch gut aus. Aber wie gesagt, wir wissen es gleich. So, Radbremszylinder sind alle runter. Quatsch. Ich komme auf Getriebetheorie, warum auch immer. Gefunden, die Hütte verteilen. Ich hoffe, warte mal. Inventar? Was haben wir denn da? Radbremszylinder. Radbremszylinder. Gefühlt. Da ist einer, okay. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Dann ist es der eine nur gewesen. Dann ticke ich den hier. So, den Rest bauen wir dann wieder ein. Dann nehmen wir noch eine Bremstrommel mit. So, Bremstrommel. Bremstrommel. Gekauft. So, bauen wir die ganze Chose wieder zusammen. Dann sind wir nämlich schon fertig mit dem Bestellen und mit dem Auszug rausbauen.
Dann geht das relativ zeitnah jetzt. So, rein damit. Irgendeiner wird schon falsch gesessen sein. Rein damit. Bremsbacken rein. Die. Warte mal. Bremstrommel rauf. So, dann kann da schon wieder die Felge drauf. So, dann machen wir hinten weiter, machen wir mit der anderen Seite weiter. So, drauf. Bremsbacken drauf wieder. Bremstrommel drauf. Und die Reifen drauf. So. Die ganze Schose machen wir nach vorne zusammen. Moment. Muss ich jetzt. Da bin ich dran. So. Die Trommel ran. Die Felge noch drauf. Dass du die Schose erstmal gefunden hast. Ne? So. Ja gut, ich verliere Aufträge, ich gewinne Aufträge, es ist halt einfach so. So, Bremsbacken drauf. Die Bremstrommel auch noch hier drauf, schnell. Und dann haben wir das soweit auch geschafft. Nächstes Auto, fertig. Das ging jetzt schnell. Der nächste Jeep steht schon bereit. Schon. Jetzt gucken wir noch mal kurz in das Fahrzeuginfo. Passt. Arbeit fertig. Gut, liebe Leute. In der nächsten Folge geht's dann. Warte mal, wir suchen noch schnell. Wir machen schon das Fahrzeug hinter drauf. Warte mal, fällt mir gerade auf. Fahrzeug. Ach. So. Fahrzeug bewegen. Erste Hebebühne. Sollen wir jetzt weitermachen? Jetzt haben wir hier kleines. Breakman, gucke ich noch mal nach, was wir so haben. Guck mal, wir sind gerade momentan nicht nur irgendwelche Jeeps am machen hier. Normaler Auftrag. Wow. Geht drauf. So was nur mit. Auftrag annehmen. Sind gerade echt nur irgendwelche Jeeps am basteln, ja. Ist jetzt, glaube ich, der dritte hintereinander. Aber wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Episode. Und dann kümmern wir uns um die zwei Jeeps hier. Bis dahin und auf Wiedersehen.